So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Elden Ring. Wir haben uns hier zusammen mit dem Glitzy da drüben auf der anderen Seite irgendwie in eine Sackgasse manövriert. Wir haben auch keine Flakons mehr. Und das hier ist die Kirche, wo wir am Anfang diese Empore entdeckt haben, wo auch eine Leiter ist. Das heißt, eigentlich müssten wir über dieses jenige Dach da drüben, also irgendwie über den Sims da, dorthin springen können. Aber es scheint mir zu hoch. Und außerdem habe ich leider überhaupt nicht mehr genug. Ich habe kein Flakon mehr. Weder für Fokus noch für Lebensenergie. Das dürfte ein kurzes Vergnügen werden da auf dem Dach. Oh nein. Den haben wir jetzt auch getriggert, oder? Lass mich raten. Oder haben wir nur einen auf dem Dach getriggert? Da kann ich doch nicht runterjumpen. Wir warten auf den und springen direkt aufs Dach. Oh shit, ey. Naja, das geht doch nicht, oder? Okay. Okay, es geht doch. Jetzt müssen wir nur ein bisschen drauf achten. Da oben ist noch irgendwie so ein Gargoyle-Typ. Vor denen habe ich Respekt. Weil sie haben auch noch einen Spieß dabei. Die Spießgesellen. Okay, aber wenn ich jetzt hier runter droppe, dann ist da leider kein wieder hochkommen, ne? Ja. Okay, nee, das ist keine gute Idee. Kann man hier rein? Ach, das ist so eine Dachgeschichte hier. Ach du Scheiße. Also Dachbalkengeschichte, wollte ich sagen. Das kennt man ja auch aus unserem Dark Souls 3 Run da damals. Wo ist denn der Sack jetzt? Der ist ja doch nicht mehr. Das ist ja noch viel unangenehm. Doch, da hockt er. Auf der anderen Seite drüben. Okay, gut. Und hier? Ich merke schon wieder, dass ich ein bisschen leichtsinnig werde. Okay, nee, dann muss man von unten ran. Oh oh. Was war das? Kuckucksschimmerstein. Zum Kuckuck noch eins. Ja, dass man das immer nicht sehen kann, das ärgert mich wirklich an Dark Souls, hätte ich fast gesagt. An Elden Ring. Überhaupt an From Software spielen. Ach, guck mal an. Das ist zwar ein bisschen hoch, aber die Ecke kennen wir doch. Da waren wir schon. Ja, die Frage ist jetzt, von welcher Seite wir da ran müssen, ne? Da kann man auch überhaupt nichts sehen. Vor allem sind da Spinnenweben. Ich meine, hier kommt bestimmt nicht jeder zum Putzen hoch, aber die Leiter müsste da sein. Seht ihr sie? Unter dem Kronleuchter da an der Ecke? Ach Quatsch, da kommt Bild jetzt drüber. Da hinten, wo das Bild direkt drunter ist, da ist die Leiter. Die war eine, die man, glaube ich, runterkicken muss, oder? Ich habe ein bisschen die Sorge, dass hier was unter der Decke hängt, was ich nicht sehen kann. Und dann muss ich da auf den Deckenbalken ohne Flakon lang. Ich muss schon mal auf die andere Seite bekommen. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass wir in dieser Kirche am Anfang eine Tür gehabt hätten, die irgendwie versperrt war oder so. Da hinten haben sie uns einen Köder hingelegt. Da oben ist. Oh, da sind gleich zwei so eine Gargoyldinger. Na kommt. Andere Sack.
Der kann ja schlecht runterfallen. Aber wie fällt jemand mit Flügeln runter? Das macht doch keinen Sinn. Ach, der hockt da auch noch. Ich hasse das echt. Warum macht From Software sowas immer? Die Kapuzenmännchen aus Dark Souls. Wo ist denn der andere? Der lungert hier bestimmt noch irgendwo rum. Da macht er wieder einen schönen, lustigen Backstab gegen mich oder so. Oh, da ist ein Friedhof unten. Na, was? Ja, Vorsicht vor hinten, ja. Hinten war schon vorne, es sei denn, da kommt noch was anderes. Naja, vielleicht kommt noch was anderes. Aber der Typ ist weg. Also, vorerst. Na toll. Ich muss das auch mal ausprobieren mit dem Magiefett. Aber es hält halt immer nicht lange. Okay. So, jetzt müssen wir hier irgendwie gucken, dass ich jetzt keinen Mist baue. Oh, ich hasse das. Hängt da irgendwas oben zwischen? Ach, guck mal da hinten. Dass er immer noch so einen Schritt extra macht. Ich hab Panik. Vielleicht seid ihr alle so abgebrüht, aber mich versetzt das echt in Panik. So, jetzt müssen wir da irgendwie drauf. Die Frage ist, müssen wir vorher noch auf den Balken droppen? Ja, runter versuchen, okay. Aber... kommt man dann wieder zurück auf den Balken? Oder bin ich dann geliefert, ist die Frage. Und drüben ist ja auch noch der andere Onkel. Ich wäre dem ja lieber auf den Kopf gesprungen, aber gut. Soll ich das hier echt probieren? Oh, das sind ja so viele. Warum? Stimmt, das war ja die Rede von einem zweiten Siegel noch, ne? Okay. Bist du auf der Seite oder auf der? Und da hinten steht auch so ein Obermokel. Einer steht da noch, aber auf der Seite steht doch bestimmt auch noch irgendwas. Okay, wir versuchen es wenigstens erstmal in die eine Richtung da. Wir haben auch kein Flakon mehr, kein gar nichts. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir haben ja doch noch was. Zur Sicherheit. Müssen wir diese Bögen hier nochmal verwenden. Regeneriert 50% der maximalen. Ja, der erhöht kurz die Stärke. Genau.
Hätte ich andersrum machen sollen, ne? Kann das sein? Ich dem genau vor die scheiß Nase oder was? Na, da habe ich ja Glück gehabt, dass der Lazuli Schimmerstein-Schwert. Okay, erst aufräumen. So, hier war doch die Leiter. Aber gibt es sowas wie runterkickbare Leiter? Mann. Ja, geil. Sehr schön. Denn da gegenüber in der Ecke ist ja ein Leuchtfeuer. Eine Gnade, ihr wisst schon. Okay. Zertrümmerungskristall. Das Schwert war ja auch geil. Na gut, guck ich gleich. Oh. Dahinter ist doch noch irgendwas, oder? Okay, ich soll mich ein bisschen beeilen. Hier hätte man droppen können. Hier kommen wahrscheinlich nicht irgendwelche Gargoyles aus der Ecke, oder? Schimmersteinkrone. Ja, was wir hier nicht alles finden. Bin ein bisschen angespannt. Kann man die Typen von hier irgendwie triggern? Nee, ne? Sehe ich nicht mal. Wenigstens ist der Weg jetzt zu den Seelen nicht mehr so lang, wenn wir hier scheitern. Die Frage ist halt, ist das jetzt der Boss oder ist der im anderen Gebäude? Da wo es so gebrummt hat. Und was ist das dahinter? Schlange oder was? Oh Scheiße, was hat der denn? Oh, schön Kettenarmbrust. Ratatatata. Okay, das ist neu. Okay, das ist ungünstig. Nee, ist mir ein bisschen weit jetzt der Weg. Wir müssten ja jetzt. Ach, ich mach's jedes Mal falsch. Wir müssten ja jetzt von hier aus kommen können. Alter, aber der ist ja. Unangenehm. Vielleicht sollte ich mir den für später vornehmen, aber jetzt muss ich erstmal ein Zeug zurückholen da. Denn hier droppen ja jetzt gleich auch die Idioten, ne? War das nicht so? Ja. Ich weiß nicht, ob man da einfach so durchrennen kann, wenn die da oben rumhängen und faulenzen. Ach komm. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Genau. Oh, sag mal. So, da hinten ist noch einer. Sag mal, was ist denn das hier? Ah.
Aber es fehlen noch zwei, oder? Na gut, andererseits. Versuchen wir es sonst so. Oh, ich bleib natürlich an der scheiß Bank hängen. Ach guck mal, der kommt gar nicht runter. Ich hab mich gefragt, ob man mit der Sanduhr noch was machen kann. Da hatte ich letztes Mal gar nicht so richtig drauf geachtet. Oh. Der lebt noch, der Sack. Ach, scheiße. Gut, gut. Ich gehe mal wieder hinter die Ecke. Das empfinde ich als anstrengend hier. Ich möchte mich beschweren. Das ist ein schönes deutsches Wort, beschweren. So, was mache ich jetzt mit dem Typen da drüben? Ist ja schon ein bisschen riskant, ne? Ach scheiße, das liegt genau im Gang. Oh, wie gemein dieses Spiel doch ist. Das kriege ich jetzt gar nicht wieder, wa? Kommt immerhin raus aus dem Scheißgang, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Vielleicht kann man ihn backstabben, wenn er umdreht oder sowas. Sollte mir noch ein bisschen Energie holen. Soll ich das auch auslösen? Okay, aber so viel gab der auch gar nicht. Dann war ich wohl einfach nur Kacke. Okay. Jetzt können wir auch mal einmal kurz gucken, jetzt wo ich den Quatsch wieder habe, was ich da gefunden habe. Das wird jetzt wieder ewig dauern, bis ich das finde. Dieses Schwert. Ne, das war eine Kriegsasche. Ne? Was ist das? Das andere war ja ein Schwert. Hier, das da. Lazuli Schimmersteinschwert. Das sieht doch gar nicht schlecht aus eigentlich. Ein Talent, das auf den Zaubereien für Schimmersteinkiesel aufbaut. Setzt mit einem starken Angriff nach, um einen Stampfstoß auszuführen. Was war das? Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wäre wie bei diesem beim Sturmkönig, der immer wiederkehrt im Stockwerk da. Habe ich den vergessen? Bin ich dumm? Draußen war noch einer, ne? Der bei der Ecke stand. Ist das der, den wir da hören? Scheiße, er steht da aber nicht. Unangenehm. Streunt er hier drin rum, oder was? Vielleicht sind die auch einfach nur unten. Ach, die Spiel macht mich so paranoid, wirklich. Okay, ihr hattet irgendwas gesagt von einem Flammenschwert oder so. Das muss ich mir auch mal nochmal angucken. Vielleicht stapft da unten einfach nur eine rum. Obwohl es wirkt, oder das sind die vom Dach. Ach, ich werde noch paranoid. Oder ich bin schon längst. Ach ja, die sind ja unterhalb des Dachs, jetzt erinnere ich mich. So.
Das Schimmersteinschwert. Kritisch. Körperlich, gerade Schwert. Sowas finde ich auch noch gar nicht schlecht, wenn wir das nochmal ausrüsten würden. Und dann meintet ihr irgendwas. Ne, irgendwas mit Flammen. Was ein ziemlich starkes Schwert sein soll. Das ist eine Speere. Was? Habe ich wieder nicht ordentlich aufgepasst, ne? Mist. Vielleicht meintet ihr auch eine Kriegsasche. Ein magisches Großschwert, das war das, was der eben benutzt hat, ne? Ich muss mir den Kommentar nochmal in Ruhe angucken. Ich möchte den Kissen. Gravitation. Dieses Schwert, das Kariago-Schwert meintet ihr nicht, ne? Ich habe ja noch nichts verkauft. Ich traue mich ja immer nicht, was zu verkaufen, weil ich dann im nächsten Kommentar lese, dass wie blöd ich war, dass ich das verkauft habe. Geil wäre ja so ein Hammer, aber da bin ich noch viel zu schwach für. Meintet ihr denn? Ach ja, wir haben ja auch einen geilen Hut, stimmt ja. Gelehrte des Hauses Zwillingsweiß zählten zur Elite der Akademie. Ihnen war es gestattet, ihre Studien und Talente in jeglicher Form der Zauberei auszuweiten. Eine Schimmersteinkrone erhöht Weisheit auf Kosten von LP und Ausdauer. Achso, das muss ich bei Ausrüstung gucken, wie sich das verändert. Ich werde es auch nie lernen. Nicht direkt vergleichen. Gut, also körperlich Schlagschnitt, Stich ist dann besser. Und wir haben dann nur noch 20 Kraft und 32 Weisheit aber. Der Steinschädel ist aber ein bisschen schwer für uns, oder? Achso, kann ich es ja vergleichen. Okay, es gibt uns 5 Weisheit und nimmt uns nur einen Stärke. Deal, würde ich sagen, oder? Nimmt uns aber auch ordentlich Ausdauer weg. Erhöht aber das Gleichgewicht. Der ist schon krass. Gewicht 5, ein richtiger Betonschädel ist das. Wollen wir den einfach mal anziehen? Gott, sieht das bescheuert aus. So viel langsamer ist die Rolle ja nicht. Ist ja immer noch mittlere Last, ne, oder? Kann man gucken. Ja, mittlere Last. Ja, okay. Das können wir dann schon mal verwenden. Ja. Kommt man nicht drauf? Oder meintet ihr einen Zauber, den wir gefunden haben? Die Stärke, Kristallexplosion, Zitronenkristall, Gravitation. Ne, sehe ich auch nicht. Die rasende Flamme? Nö. Aber das klingt auch interessant hier.
Fimmerstein im Handschutz. Stammt von einem Gelehrten des Haus Lasuli. Das Schwert ist aus Holz. Okay, es ist also ein Zauberstabschwert. Irgendwie cool. Muss mal gucken, dass wir das mal. Oh, oh. Okay, es scheint aber so sein Gewicht zu haben. Auf Weiher. Das, jetzt mache ich das schon wieder. Warum mache ich das immer? Achso, weil ich das andere Schwert auch noch ausgerüstet habe. Okay. Ein bisschen unspektakulär, ne? Aber vielleicht hat das so seine Anwendung. Es hat ja auch kritischen Schaden, ne, oder? Nein, falsch. 100 kritische. Hat auch 100 kritisch. 202. Körperlich auf Erscheinungssystem. Die Finesse des Bluthunds. Und das hier. Naja, gut. Das ist ja aber auch noch nicht ausgebaut, das Ding. Ja, also das gucken wir uns mal genau. Das gucken wir uns mal näher an. Aber jetzt ist das nicht die richtige Zeit. Hallo? Ich fühle mich ein bisschen bescheuert mit dem Doppelkopf da. Aber gut. Ich habe irgendwie den leisen Verdacht, dass das noch nicht das Ende des Ärgers war da hinten. Ach, da sind wir rausgekommen. Stimmt ja. Da waren diese ganzen Kristallvampire. Und das hier. Oh. Oh. Hier ist halt auch nicht so gut, aber hübsch. Okay, wir schauen mal, dass wir in der nächsten Folge hier reingucken. Nicht, dass da gleich irgendwas losgeht und wir dann hier noch die Folge um 10 Minuten verlängern. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und hier ist ja alles verschmolzen. Hier hat doch einer richtig Bockmist gebaut mit Kristallzaubern. Okay, wir werden es nächste Folge sehen. Macht's gut und bis dahin. Ciao.